Tara, und willkommen zu Balloon Fight mit Balloon from the Isle. Hi, ich bin Steve aus Langeheil. Nicht wirklich. Ein Klassiker, wir spielen natürlich zu zweit. Und es geht darum, die gegnerischen Biester erstmal die Ballons kaputt zu machen, damit die abstürzen. Ah, ich erinnere Und mich. nicht wir uns gegenseitig. Wir haben selbst auch zwei Ballons, wenn wir uns treffen, können wir auch Ich kaputt gehen. kümmere mich um den falschen Heini hier. Das ist schon mal gut, genau. Man kann auch alternativ den Fallschirm dann abdingsen, wenn man den Ballon schon getroffen hat. Und man darf nicht allzu nah unten am Wasser sich aufhalten, da kann man sonst gehapst werden. Das war Level 1, weil alle Gegner besiegt. Ohne Ballon zu verlieren. Komm schon, will ich. Oh, Mist. Damit, ich wollte ihn auch kriegen, bevor er aufsteigt. Ja, ist theoretisch denkbar. Okay, ich habe Wie irgendjemanden. gesagt, grobmäßig muss man ein bisschen aufpassen. Man kann auch links aus dem Bildschirm raus, dann kommt man rechts wieder rein und umgedreht. Quasi das Pac-Man-Prinzip. Und man muss ein bisschen, wie gesagt, auf den Mitspieler aufpassen. Also ich auf Adrian und auf mich selbst, weil ich glaube, Adrian ist nicht so umsichtig. Bisher habe ich dich noch nicht angegriffen, aber ich kann das gerne versuchen. Oh, ab. So, ich habe gewonnen. Ja, wie gesagt, ein absoluter Klassiker. Ich weiß auch gar nicht. Yes, ich habe einen erwischt. Tito. Zwei? Zwei sogar. Beide zwei? So großartig. Ich weiß gar nicht, ob das mal in Ich bin im schon weg. Arcade-Original war. Wenn ich raten müsste, würde ich fast sagen, ja. Gibt auch im Singleplayer-Modus irgendwie so ein Ding, wo man die ganze Zeit von rechts nach links fliegt und irgendwelchen Sachen ausweichen muss. Und alle paar Level kommt hier so ein Bonus-Level, wo man Sachen einsammeln kann, was zu zweit deutlich einfacher ist als allein. Ich schicke ihn immer runter. Jetzt komm nicht noch zu mir, ich wollte gerade sagen, bleib lieber unten. Ich will nur finishen. So, du machst die rechten Beine, ich mach die linken Beine, auf geht's. Okay. Wenn man übrigens auch noch einen Ballon hat, hat man es schwieriger mit dem Aufsteigen. Ja, dann verliert man beide Ballons, verliert man ein Leben. Oben sieht man noch, ich habe noch zwei Leben und Adrian auch. Wir sind Profis. Selbstverständlich. Läuft hier. Ey, was? Ballon. Ich lerne mal. Doch geschummelt, bei dir kam mehr. Ich habe mir heimlich zwei von dir geklaut. Glaube ich fast auch. Schauen. Oh, zwei. Immerhin. Ich auch. Bums. Und den dritten gleich noch mit dem Abwasch. Ja, der geht ins Wasser, das haben wir erreicht. Ich lande hier. Guck mal, trinken zu. Du musst übrigens mit den Wolken aufpassen, ne? Da können auch Blitze rauskommen. Ja, ich erinnere mich. Bums. Und achso, ja, stimmt. Wir haben es mal für meine Top 10 Multiplayer-Liste NES-Spiele angespielt. Okay, ich habe zwei schon mal erwischt. Das früher in den 90ern, Ende 80er auch mal gedaddelt, hatte ich mal ausgeliehen. Aus der Videothek. Die gute alte Zeit. Ja, oder so. Wollte gerade sagen, lass den mal kommen. Röms. Nein! Ich wollte den zweiten auch noch erwischen. Ja, ich bin auch abgeprallt. Oh. Schon yes. Oh. Nehmen wir den gleich mit hier. Und drüber, Achtung. Okay, er ist nur gegen mich geflogen. Dann stoppe ich mir jetzt. Den nehme ich, der ist auf meiner Seite. Nein, der war auf meiner. Er ist bloß rüber. Du bist ganz links am Bildschirm, du Bratwurst. Keine Bratwurst, mit Brathering. Brathering, entschuldige. Backfisch. Brathering ist. Okay, bedingt. Brat. Es kommt schon wieder mehr bei dir als bei mir, kann das sein? Deutlich. Die wissen halt einfach, dass ich besser bin und dass ich diese Herausforderung einfach brauche. Nee, die schicken dir mehr, weil die wissen, du bist so unbeholfen, dass du gleich zu mir rüberkommst und mich kaputt machst. Du meinst, sie wollen einen 1v1 provozieren? Oh, ich habe keine Blancs mehr, das schaue ich mir Hufis. Oh, scheiße, ich komm, ich will rot durch, bevor die starten. Gut, einer, zwei und eventuell noch den dritten. Yes! Ach was, ist nicht dein Ernst. Und pass auf den, Dreidelstab in the middle auf. Oh, ich habe hier noch den roten und bam. Ich glaube, die grünen sind schneller als die weißen, ne? Kann sein. Hupsala. Dreidel, Dreidel. Komm schon. Und ab ins Wasser. Bye bye. So, den hole ich mir. Hab ich. Knack. Ja, dann lassen wir ihn landen, ne? Ja. Da kamst du noch links raus und wärst fast gegen mich gegen. Oh, siehst du noch mal das Hapsevieh. Wann das fast gegen? Oh, shit. Ich hab den Ballon geklaut.
Okay, ne? Okay, da haben wir noch. Hoch, hoch, hoch. Scheiße, ich hab einen Ballon verloren. Ich auch. Jetzt beide. Jetzt hast du mich gekillt. Du bist nämlich reingeflogen, dafür ja, kann ich nicht. Ja, das geile Ding hat mich dahin geschossen. Jetzt trotzdem mal aufpassen. Nein! Bleib auf deiner Seite. Ich wollte dir ausweichen, dann hat mich der andere erwischt. Ja. Oh, ja, nein, 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 nein. So, jetzt, jetzt. Bums. Fertig. Ist das das einzige Lied in dem Spiel? Kann das sein? Immer nur im Bonus-Stage? Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. Die ersten Spiele hatten noch nicht so viel. Was ich schön finde, ist, dass die Ballonfarbe hier auch variiert. Da ist richtig Abwechslung drin. Ich komme unten durch. Ja, schnapp dir mal den außer oder nicht. Den schnapp ich mir noch schnell. Ja, ich hab mir noch erwischt. Ey, du hast den Ballon geklaut. Kommst aber dir nicht klar. Wieso denn perfekt? Ist nicht, ich dachte einer. Hast du ihn oben noch gekriegt? Ja. Ah. Oh, diese Dreidel-Dinger. Muss das sein? Ja, stimmt. Ums. Und sorry, ums. Ich wurde das gedreidelt. Ja, ist gut. Ich versuche hier vorsichtig durchzukommen und das haben wir. Nice. Und da unten wurde schon wieder gehabst. Wenn man nicht einmal am Blitz gesehen, kann das sein? Ja. Yes. Shit, ich habe einen erwischt. Oh, das lief richtig gut bei mir. Bei mir nicht. Ja, sorry, ich muss hier mal kurz auf deine Seite. Oh, die Bubble kommt mit in die Sicherheit. Die nee, doch nicht. Was hat Wien erreicht? Ich dachte, der Rote kommt noch in Sicherheit. Aber war er nicht. Ah, du kriegst aber keine Punkte für die Viecher, wenn du sie nicht kaputt machst, ne? Sondern die im Wasser landen. Oh. Weil einfach nur den Ballon wegmachen, gibt keine Punkte. Du musst sie schon rammen. Ja, wunderbar. Ich habe keine erwischt. Komm schon. Den hole ich mir doch. Wo sehe ich? Ich komme hier runter. Jo, ich bin in der Mitte. Kannst du hier okay. So. Nice. Wie gefällt dir das Spiel, Adrian? Na, nicht schlecht. Nicht schlecht. Simples Spielprinzip, einfache Grafik. Erfüllt seinen Zweck. Ich weiß auch, es ist cool, so dieses Gehetze am Anfang, wo sie sich noch den Ballon aufblasen. Mhm. Das ist eine coole Spielmechanik, gefällt mir. Das ist halt echt ein nettes Spiel, was man nebenbei mal so reinlegen kann, so für ja. 15 bis 30 Minuten. Halt nichts, was den ganzen Arm fesselt. Diesmal war es mal ausgeglichen, ich raste aus. Krass. Yeah. Okay. Ja. Ach Mist. Ich schick dir einen. Vielleicht. Okay, ja, gut, jetzt ist es da. Ja, hab ich. No, ich bin gar nicht mehr so schlecht. Oh, wiederholen sich die Level schon? Sind wir schon durch? Ah, ich habe gerade gesehen, die Gegner können sich gegenseitig nicht die Ballons wegnehmen. Oh. Shit, ich finde den Ballon. Ah, Mist, ich wollte ihn noch haben. Und ab ins Wasser mit ihm. Also, wenn man durch ist, dann wiederholen sich die Level so lange, bis man irgendwann mal richtig stirbt, oder? Ich glaube, ja. Sorry, ich bin auf der anderen Seite. Ich wollte den Ballon haben. Ich hole noch mal ein paar Bubble mit. Ich hole mit denen. Nee. Was ist das eigentlich, was wir hinten dran haben? Und das ist irgendwie so eine Art Fächer, die wir in der Hand halten. Ich dachte, das wäre unser Schwanz. Nein. Ich dachte, das wäre, keine Ahnung, so ein Eichhörnchen oder sowas halt. Wirklich mit Schwanz. Nee, das sollen tatsächlich Menschen sein mit Helm, wo am Helm die Ballons dran sind. Ah, okay. Und dann tatsächlich irgendwie so ein Fächer. Ich dachte, das wären Tiere. Weil das hier auch Vögel sind, weißt du? Vögel? Sind das keine Vögel? Die das hier? Nee.
Das sind ebenfalls irgendwelche... Scheiße, hab ich mal noch verloren. Gegnernasen, ich weiß nicht, sollen sogar Schläger sein oder so? Okay. In der englischen Anleitung steht, drin steht Brawler. Oh. Ja. Da war ich jetzt so langsam. Dito. Ja, aber wir sind auf jeden Fall durch. Die Level wiederholen sich. Shit. Ja, dann ich wurde eingezäunt. Ich bin beim Spawn, verliere ich direkt einen oder noch den zweiten. Das ist doch mies. Reicht mir ganz raus. Oh. Game over? Game over. Ja, dann muss ich das auch nicht unbedingt jetzt hier noch. Den nehme ich noch und dann. Dass ich jetzt ja eh alles wiederholt. Können wir noch Schicht machen bei dem Let's Play? So, André, wer gewinnt? Ich oder er? Er oder du, ich? Du. Röm. Aber was wir mal zeigen können, kommt man hier wieder raus? Nee, Pause. Pause Select. Nur Select. Aber da oben steht Phase 18. Achso, es wird einfach hochgezielt. Gibt es ja nur 10 Level wahrscheinlich und die wiederholen sich dann immer wieder? Kann sein. Wir starten das Spiel einmal kurz neu und dann zeigen wir mal kurz diesen Singleplayer-Alternativen-Modus, wo man die ganze Zeit durch die Gegend fliegt. Was hältst du davon? Jo. So, und dann gehen wir einmal auf C, den Balloon Trip. Ich reiche dir Controller 1. Okay. Und wünsche dir viel Spaß, Adrian. Was muss ich machen? Einmal Start drücken. Die Demo. Okay. Und jetzt nochmal Start drücken. Und jetzt Hackengas. Ballons einsammeln, nicht in Elektroschmutz. Ah. Und alle Ballons wirst du wahrscheinlich nicht mitnehmen können. Das ist, denke ich, zu schwierig. Jetzt haben wir so eine Art Flappy Bird. Ja gut, dann ist Flappy Bird wohl eher hiervon abgeguckt, oder? Ja, sehr wahrscheinlich. Eben als du so nah am Wasser warst, dachte ich auch, na, kommt dieses komische Seeungeheuer da hoch und hab's dich, aber das scheint wohl in dem Modus nicht zu sein oder erst später zu kommen. So nah war ich doch gar nicht dran. Gegrillt. Unfair. Möchtest du nochmal? Nein. Okay, gut, dann, ja, Balloon-Fighten-Klassiker, wie ich schon gesagt habe, nett für nebenbei, mal schnell mitten reingeschmissen. Nichts, was den ganzen Abend lang fesseln kann, aber trotzdem ein gutes Spiel. Ja. Oder müssen wir auch gegeneinander spielen im Zweispieler-Modus, wer mehr Punkte hat am Ende. Ah nee, es werden ja auch zusammengezählt am Ende. Jeder hat seine eigenen Punkte, aber man könnte, wenn man wollte, theoretisch auch gegenseitig, dass man halt nicht vorsichtig Koop-mäßig guckt, sondern wenn sich beide Spieler einig sind, nach mir die Sinnflut, kann man das auch machen, klar. Nur um Streit zu vermeiden, sollte man das halt vorher absprechen. Ich danke dir fürs Mitspielen, euch fürs Zusehen und sag bis neulich. Tschüss.